Smarana, ihr Lieben. Heute werde ich für euch mal in die Zukunft schauen, in die mögliche Zukunft und wie wir diese beeinflussen können. Wir gucken erstmal den Ist-Zustand an, denn es ist wichtig, erstmal zu verstehen, was ist gerade los, um dann auch zu wissen, wie kann ich dazu beitragen, dass etwas besser wird. Und das sollten wir grundsätzlich verstehen, dass der Großteil des Kollektivs negativ manifestiert und dadurch diese neuen Corona-Wellen einfach so entstehen. Und wenn ihr mein Hintergrundbild anschaut, ich habe mal solche wellenförmige Linien aufgezeigt, das sind, soll verbildlichen die Corona-Wellen. Bisschen makaber, aber und das Weise aber dazwischen, das sind die Hoffnungswellen und das sind wir und das darf sich alles ausdehnen und besser werden. Und jetzt möchte ich gerne mal nach Israel schauen. Israel ist ja ein Staat, der uns immer voraus ist und wo wir, wenn wir was lernen möchten, schauen wir nach Israel und sehen, wie da die Lage ist, welche Maßnahmen ergriffen worden und welche Auswirkungen das hat. Jetzt gibt es in Israel über 80%, die Impfquote sind also über 80% aller Menschen geimpft. Israel fühlte sich sicher dadurch und ist auch stolz darauf. Aber gleichzeitig haben sie im Moment die allerhöchste Infektionsquote seit Beginn von Corona. Wenn ich jetzt mal ganz kühn einfach da einen Zusammenhang sehen würde, könnte, je höher die Impfquote, umso höher die Infektionsquote. Hui, hui, hui. Das ist eine kühne Aussage, ich weiß. Ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum. Und wenn wir nun, und vor allen Dingen haben Sie ja auch in Israel schon die vierte Impfung eingeführt. Die beginnen jetzt schon das vierte Mal zu impfen. Also mit anderen Worten heißt es, es hört niemals auf. Die machen immer so weiter, lernen nichts aus diesen Situationen. Und wenn wir jetzt mal nach Österreich schauen, Österreich grenzt ja ganz nah an Deutschland, wir sind ja Nachbarn. Dort wurde eingeführt, dass die Nicht-Geimpften wohlweislich alle diese teure FFP2-Maske tragen müssen. Das heißt für mich, so erkennt man schon die ungeimpften Menschen auf der Straße einfach nur an der Maske. An was erinnert euch denn das? Das gab es doch auch schon mal, da hatte man so ein Zeichen an der Kleidung. Ja, also und noch dazu werden auch die Tests, nicht mehr der normale Test ist okay, sondern es wird dieser teure PCR-Test verlangt, der ja wie gesagt teuer ist und auch sehr lange dauert. Also es wird total schwer gemacht den Menschen, die nicht geimpft sind. Man versucht tatsächlich einen indirekten Impfzwang einzuführen. Hintenrum immer, hintenrum. Und da frage ich mich schon, was ist denn nicht richtig an dem Impfen? Warum muss man das erzwingen? Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland gucken. In Deutschland habe ich jetzt gestern Abend gelesen, ist es so, dass Menschen, die nicht geimpft sind und in die Quarantäne müssen, dass diese Zeit vom Arbeitgeber nicht bezahlt werden muss. Also ich sage jetzt hallo, kann das sein? Warum werden diese Menschen auf einmal anders behandelt? Also ich bin jetzt nicht fürs Impfen, ich bin aber auch nicht gegen das Impfen. Aber gegen was ich bin, ist gegen diesen Zwang. Dieser Impfzwang. Es kann doch nicht sein, dass wir gezwungen werden sollen, uns alle impfen zu lassen. Das hat nichts mit Freiheit zu tun, nichts mit Grundrechten. Das hat alles mit dem Gegenteil zu tun. Und daraus resultiert die Spaltung der Gesellschaft. Diskriminierung von Ungeimpften, weil sie haben, jeder hat seinen Grund, warum er dies nicht tun möchte. Das sollte man doch respektieren. Und wenn wir jetzt in die Länder schauen, gucken wir noch mal nach Israel.
Dort lernt man ja nichts. Ja, dort wird es ja immer noch eine Impfung, höhere Inzidenzen, höhere Ansteckungen und so weiter. Ja, wo soll das denn hinführen? Also guckt mal die Wellen an. Ich habe dieses Hintergrundvideo gewählt, weil da solche Wellen sind. Das erinnert mich an die Corona-Wellen. Mit anderen Worten, es hört nicht auf, ihr Lieben. Die Corona-Wellen werden nicht aufhören, die Impfwellen auch nicht. Man wird versuchen, das immer so weiterzumachen und übersieht, dass das Ganze ja überhaupt nicht funktioniert. Diese weiße Welle übrigens, das sind wir. Wir bringen da ganz viel Licht und es darf sich noch viel mehr ausbreiten. Im Moment ist in Deutschland noch alles ruhig. Das liegt aber an der Wahl. Ja, sobald die Wahl vorbei ist, werden auch hier die Daumenschrauben enger gestellt und die Freiheit wird eingeschränkt werden. Im Moment ist es alles okay, aber es dauert ja nur noch ein paar Wochen, dann ist das schon vorbei mit der Wahl und dann werden wir sehen, was sie sich abgucken von anderen Ländern, ohne zu verstehen, dass dies nicht der Weg ist. Und das ist halt sehr schade. Also es wird auch bei uns eng werden und die Nicht-Geimpften werden dermaßen unter Druck gesetzt, weil man hofft ja, dass sie sich impfen lassen. Das ist ja auch ein großes Geschäft. Was ich aber so weiß, jemand, der überzeugt ist und sich nicht impfen lassen will, wird es dennoch auch nicht tun. Das ist mir völlig klar. Was mich überhaupt nicht freut, das ist, dass dadurch eine Spaltung unter uns geschieht. Und diese Spaltung tut uns nicht gut, die macht uns schwach. Und deswegen möchte ich euch bitte bitten, akzeptiert euch gegenseitig, akzeptiert die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Jeder Mensch ist so, wie er ist. Jeder Mensch darf seine Entscheidung treffen. Akzeptiert es. Lasst euch nicht von anderen Dingen beeinflussen, sondern seid einfach so wie vorher nett und lieb zueinander, bleibt in der Einheit. Denn wenn die Spaltung weitergeht, dann werden wir immer schwächer und dann kann die Agenda machen, was sie will mit uns. Und das ist ja genau das Ziel. Also man sollte wirklich in beide Richtungen denken, man sollte das annehmen und das ist genau die Lernaufgabe, welche die Menschheit jetzt hat. Das ist eine ganz wichtige Lernaufgabe für die Zukunft. Sonst kommen wir in diese Einbahnstraße, wo es kein gutes Ende nehmen könnte, wo es immer schwieriger wird, bis es dann mal richtig knallt. Ja, und wir, die Lichtarbeiter, wir können helfen. Denn wenn sich das alles so zuspitzt, und das wird es, wenn die Politiker so weitermachen, hat ja keiner dabei etwas gewonnen, sondern es geht allen immer schlechter. Auch die Geimpften meinen, sie hätten Frieden und Freiheit. Sie müssen sich ja ständig neu impfen lassen. Es kommen ja immer wieder Wirkstoffe, die man gar nicht kennt, in den Körper. Aber das ist ja jedem seine Entscheidung. Und das will ich ja jetzt auch gar nicht bewerten, absolut nicht. Ich möchte einfach, dass wir verstehen, dass wir nicht in die Wertung gehen. Das ist das, was die geistige Welt schon immer sagt, bewerte nicht. Denn du bist nicht besser und der andere ist nicht schlechter als du. Achtet euch so, wie ihr seid. Das ist mein Anliegen, sein ganz wichtiges Anliegen, denn so kommen wir weiter. Und so wird auch die neue Welt entstehen. Es gibt noch ein Folgevideo von mir. Hörst du den Ruf? Das kommt nach diesem Video, das schaut euch auch bitte an. Das ist eine ganz intensive, wichtige Botschaft der geistigen Welt, die uns darauf aufmerksam machen möchte, wie es weitergehen kann und wie sie uns unterstützen kann. Aber jetzt sollten wir unser Augenmerk auf die aktuelle Situation legen und auf die Möglichkeit der Veränderung. Und die liegt in uns, die liegt in jedem Menschen. Und das ist mein Herzensanliegen heute bei diesem Video. Geht nicht in die Bewertung. Lasst euch nicht
zertrennen, nicht spalten, denn da sind wir schwach. Und das will die Gegenseite. Dabei ist jeder Mensch sehr stark, jeder Mensch hat ganz viel Kraft. Und impfen oder nicht, ist eigentlich völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle, das mit dem Impfen oder nicht. Es ist die Spaltung, die uns schadet. Das ist der Punkt. Ja, und da möchten wir auf keinen Fall hin. Jetzt werden wir zusammen diese hochenergetische Übung machen, die ich euch versprochen habe. Ich werde mich mit der geistigen Welt intensiv verbinden. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude dabei. Lasst euch einfach tragen von den Energien und wisset, dass ihr mit dieser Manifestationsübung alles zum Guten ändern könnt. Und je mehr Menschen das tun und je öfters wir diese Übung machen, umso besser wird es. Umso mehr wird es besser werden. Also, dann sprühe ich mich jetzt mal ein mit meinem Ursprungslicht und mit der Namenenergie natürlich. So bitte ich um Schutz für mich und meinen Kanal. Und wer gerne auch Schutz möchte, kann dies jetzt für sich tun und einfach darum bitten. Und so beginne ich mich in die Smarana-Energie hinein zu begeben. Öffne meinen Kanal. Und lass ihn ausrichten von meinen begleitenden Engeln. Und schon fließt die vollkommene Liebe Gottes zu uns ein. Mit dieser Energie werde ich jetzt für dich channeln. Und so rufe ich die hohen Räte des weißen Lichtes. Und ich bitte um die Botschaft, welche uns hilft, alles zum Guten zu führen. Einströmt das Licht der Wirklichkeit. Einströmt die vollkommene Liebe aus den Feldern von Smarana. Die hohen Wesen versammeln sich um dich herum und das Energiefeld ihre Liebe berührt deine Aura. Erlaube dir, dich ganz tief fallen zu lassen und die Energien anzunehmen, welche dir überreicht werden. Die Energien tragen dich und du spürst, wie du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Du spürst, wie du bereit bist, die Botschaft in Empfang zu nehmen. Die hohen Räte des weißen Lichtes sprechen zu dir. Geliebtes Menschenkind, du befindest dich in der Übergangsphase
in der Zeitphase, die du dir so sehr gewünscht hattest. Und jetzt entdeckst du, dass diese Zeitphase sehr schwierig ist, denn sie fordert dich heraus, zu dir selbst zu stehen, deine eigene Kraft zu erkennen und mit ihr zu wirken. Viele Menschen sind noch nicht so weit, ihre eigene Kraft zu leben. Und daher kommen die Schwankungen, welche sich seit einiger Zeit auf der Erde ergeben haben. Die hohen Räte des weißen Lichtes möchten dich daran erinnern, aus der Bewertung herauszugehen, auch aus der eigenen Bewertung von dir selbst und in deinem Herzen danach zu suchen, was deine Seele dir zuflüstert. Denn alles, was die Seele sagt, ist zu deinem höchsten Wohle. Darauf kannst du dich immer verlassen. Und so höre auf diese Stimme und höre auf diese Impulse. Bleibe in deiner Mitte und erkenne, dass wenn du in deiner Mitte bist, du die Anbindung an deine Kraft spüren kannst und aus dieser Kraft heraus, geliebter Mensch, kannst du jetzt in diesem Moment alles auf der Erde verändern, aus deiner eigenen Kraft, aus deiner Seelenkraft, aus deiner Mitte heraus. Es reicht, wenn du dir nun vorstellst, dass die Krise vorbei ist, dass alle Menschen gesund sind, dass das Virus, vor dem ihr solche Angst habt, euch nichts anhaben kann. Es wird weiter existieren. Aber ihr schenkt ihm keine Beachtung mehr und so wird es an Kraft verlieren. So stelle dir nun mit deinem inneren Auge Bilder vor, wie es für dich sein wird, wenn du wieder ganz frei bist, wenn das Virus uninteressant ist, alle Menschen gesund sind, und wir dadurch dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen sind. Denn all das ist der Sinn von dem, was gerade geschieht. Die Menschen haben die Wahl zwischen einem goldenen Gefängnis und der neuen Erde. Und dies zu erkennen, ist die Schwierigkeit, ist die Lernaufgabe, welcher jede einzelne Mensch jetzt in dieser Zeit lösen sollte. Und nun frage dein Herz, was ist für dich richtig und gut? Und empfange die Bilder, welche sich nun vor deinem dritten Auge manifestieren.
Und dann bitte deine Seele, dir ebenfalls Bilder zu zeigen von der neuen Erde, wo alle Menschen in Frieden und Achtsamkeit zusammenleben, wo die Trennung nicht existiert, wo die Gemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl, das Zugehörigkeitssein für alle Menschen normal ist und dadurch Frieden, Liebe und Fülle und Heilung überall auf der Erde geschieht. Lasse die Bilder entstehen in deinem Herzen. Wir werden sie mit der Liebe Gottes segnen. Denn diese Bilder manifestieren die neue Erde und geben dir und allen Menschen die große Kraft, im Aufstieg eine große Stufe weiterzukommen. Und so löst sich alles, was durch Angststrukturen dir aufgezwungen wurde, jetzt in Liebe und Licht auf. Und dies geschieht auch für alle Menschen, welche sich danach sehnen, nach einem normalen Leben, welche sich danach sehnen, zu erwachen, welche das hohe Bewusstsein sich herbei wünschen. All dies wird durch die Segnungstropfen verstärkt und in der Energie angehoben. Wir, die hohen Räte des weißen Lichtes, unterstützen dich und alle Menschen bei dieser Manifestation, denn dies ist deine Kraft, dein Werkzeug, und wir bitten dich, dieses Werkzeug zu nutzen, sodass die neue Erde entstehen kann und alle Menschen zusammenbleiben, alle Menschen erkennen, dass das, was jetzt gerade geschieht, eine Illusion ist und dass das, was sie mit uns zusammen manifestiert haben, die neue Realität ist. Und so bedanken wir uns bei dir für deine Liebe und für dein Licht. Du hast wundervoll mit uns zusammengewirkt und alles wird geschehen, so ist es, zum allerhöchsten Wohle. Und so verabschieden wir uns von euch. Die Energie der Kraft und der Liebe bleibt dennoch heute bei dir. Sie wird dich unterstützen und führen und schützen. Und so komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich hoffe, es hat euch genauso tief berührt wie mich. Und ich hoffe, ihr spürt auch diese große Kraft, welche jetzt gerade entstanden ist. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit der Manifestation und schaut das kommende Video an, da geht es um den Ruf der geistigen Welt. Alles Liebe, bis dann!